Yeah, Buddy! Was geht, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Pavrot TV. Mein Name ist Pavrot. Wir spielen ein Community gegen den Rest der Welt und ich habe mal Zed für die Toplane gepickt mit Flash, mit Ignite. Und mein Gegner ist der gute alte Jaximus. Jax, der Auto-Attacks dodgen kann. Jax, der aber auch eigentlich gegen mich nicht unbedingt einen Vorteil hat, denn wenn ich meine Ulti zünde, wenn ich meine E und Q abfeuere, das sind alles keine Auto-Attacks. Also er kann den Großteil des Schadens hier nicht abfangen. Und Zed ist für mich ein Champion. Es gibt viele gute Zeds. Gerade früher gab es sehr, sehr viele gute, als Zed auch in der LCS immer wieder gepickt wurde. Jetzt ist er ab und zu mal wieder ein Pick. Aber insgesamt muss ich sagen, dass wenn ein Zed gepickt wird, dann habe ich das Gefühl, der ist immer nützlich fürs eigene Team. Der pickt sich irgendwann. Ja, hier gibt es schon Diskussion. Er pickt sich irgendwann immer die Squishy Targets raus. Das heißt in dem Fall ein Yasuo, das heißt in dem Fall eine Tristana, eine Nami. Also ich kann mir hier ordentlich Ziele rauspicken. Ich habe meine W, meinen Schatten, der mir erlaubt, nach vorne zu springen, zurückzuspringen. Also mir auch eine gewisse Sicherheit gibt. Die Puff Unity gegen den Rest der Welt. Oh yeah, Buddy. Oh yeah, wir haben Power. Das Wetter ist gut draußen. Die Sonne scheint. Es macht einfach nur Spaß. Nicht nur zu daddeln, sondern auch das Leben ist gerade nochmal eine Ecke schöner. Und jetzt heißt es hier, Jax ein bisschen zusetzen. Swap. Auch die Passive von Zed ist voll geil. Hallo Jax. Swap. Ey, aber nicht freundlich. Das war gar nicht freundlich. So, Trank rein, hopp. Auf die 5 mit den Tränken. Komm, nimm dich an. Yes. Jetzt habe ich mein Shadow. Damit kann ich noch sicherer poken. Reicht es? Bitte es reicht, bitte es reicht, bitte es reicht. Es reicht nicht. Mann, es reicht nicht. Ey, das muss schon wieder so ultra close gewesen sein. Ich habe keinen Flash mehr, er hat keinen Flash mehr. Er wird aber mit TP jetzt zurückkommen. Ich versuche hier aber mal trotzdem weiter zu farmen. Um mir damit einen Level-Vorteil zu gönnen. Oh, Jax, du hast ja aber ordentlich schwächen lassen. Wenn ich ihn damit jetzt getroffen habe, dann ist er aber richtig am Mocker. Lol. Nein! Nein, Xin! Xin, was machst du denn hier? Nein! Er steht 3 zu 0 für die Gegner? Ist das euer Ernst? Oh, nein, 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 nein. Wir werden das noch regeln. Ich komme jetzt hier mit 3 Langschwertern. Er steht 4 zu 0. Alter. Alter. Mhm. Community gegen den Rest der Welt? Was ist hier los? Alter, mit 3 Langschwertern. Ne? Ich werde ihm jetzt zusetzen. Ich habe leider den First Blood, das First Blood nicht bekommen. Und ich bin Level 4, er ist Level 3, er wird jetzt wahrscheinlich auch gleich Level 4 sein. Alto Belly, wie sieht's denn jetzt aus? Xin. Xin hat 2 Kills, also der scheint hier auch keinen schlechten Job zu machen. So, da hat er sein Level 4. Wir sind jetzt also auf einem ähnlichen Niveau. Und er hat aber weniger CS als ich, das ist schon mal gut. So, jetzt aber, Baby. Oh! Komm! Nice! Ein Kill für uns. Na, Jax geht... Ah, okay, er ist da geblieben. Jax wäre eigentlich auch mal so einer, den ich mal wieder spielen könnte.
Das war aber schöner Damage. Oh ja, das war schöner Damage und das hat er auch bemerkt. Ich bin immer wieder überrascht. Gerade Zed ab einem Brutalizer. Er ist wirklich nicht normal. Yes, yes! Diese Passive, dieser Passive und dieser unglaublich verstärkte Auto-Attack. Na, 7 zu 3, wir kommen ein bisschen zurück. Aber können wir das gewinnen? Ja, wir können. Okay, Brutalizer habe ich jetzt. Brutalizer plus Ignite und meine Ulti. Und die Ulti habe ich noch vor ihm. Und die Überlegung ist jetzt... Alter, ich drehe jetzt hier völlig ab. Nur aggressiv, nur offensiv. 143 AD. Und diese Passive. Diese Passive ist geil, wenn der Gegner unter 50% Leben hat. Oh, tot. Oh, Xin ist Level 6. Und unsere Nidalee ist Level 4. Das hat schon was zu bedeuten, auf jeden Fall. Xin hat 3 Kills, weil er im Killing Spree ist. Die Gegner haben eigentlich fast nur AD. Du bist tot. Du bist tot. Boom. Das ist Zed. Mann, ey, Mann. Oh nein. Oh nein. Community, haltet durch. Yes, Nidalee hat gesteelt. Schön. Lass mich Mitte, ich töte ihn. Das ist jetzt meine Kampfansage. Ich werde das hinkriegen. Und ich werde ihn jetzt zerfetzen. So, der hat sich nämlich hier schon zu viel erlaubt. 3-0-2. Ich habe 2-1-0. Ich bin guter Dinge. Er hat 40 CS, ich 51. Ich bin guter Dinge, ich kann ihn zerfetzen. Ab Level 6, ab meiner Ulti, da kann ich vielleicht auch mal seinen Wirbelwind dodgen. Und er ist natürlich squishy. Im Gegenzug dazu, welches Level hat TF? Der hat sogar Level 6, also der ist quasi ein bisschen vor Jux sogar. Jux, TF, wenn man das vergleicht, ja schön. Da hat er auf jeden Fall... Nice! So. Wo seid ihr, Freunde der Nacht? Na ja, Suhe, willst du vorbeikommen oder nicht mehr? Der Schaden ist so genial. Und dann Double Kill in der Botlane. Oh yeah. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein angespannteres Game als sonst. So, das Schild ist schon mal raus. Sobald ich Ignite habe. Ah, Nidalee ist immer noch relativ weit hinten wahrscheinlich. Was hat sie inzwischen ihr Level 6? Das ist aber nicht schlecht. Nö. Wenigstens das Schild rausgehauen. Na? Naja, das wird nichts mehr. Oh, die wollen es trotzdem noch wissen. Mmm.
war close. Es ging aus 1 zu 1. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Und ich baue jetzt erstmal mein... Ich baue jetzt erstmal mein Blade of the Ruined King. Und einfache Schuhe wären auch schon mal ganz geil. Und ein Vision Ward. So, ich bin jetzt ziemlich geil equipped. Warum bin ich immer so schlecht, wenn ich mit YouTubern spiele? Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Gebt einfach immer euer Bestes. Es steht 12 zu 7. Wir sind tatsächlich ziemlich geil zurückgekommen. Am Anfang sah es viel, viel schlechter aus. Und die Kate. Die Kate holt sich jetzt auch die Kills. 5-2. Sie ist stark. Ich kann mir wen rauspicken. Und Tam Kench ist ein toller Supporter. Aha. Komm schon! Hip! Nein! Nein! Die hätte ich noch treffen müssen. Aber dafür habe ich jetzt den Tower, das ist auch in Ordnung. Ich bin so langsam auf dem Weg. Ah, TF ist... Ey, das gibt's doch nicht. Nidale, triff bitte einen Speer. Wenn die einen Speer treffen würde, dann hätten wir das schon. Hoppala. Was haben wir denn hier? Ganzen Bock, ne? Und Jaximus will auch noch rankommen. Und Xin. Das ist nur ein bisschen zu viel hier. Ich kann aber einen mit der Ulti wegfetzen. Das ist eigentlich der Yasuo. Drake wäre prinzipiell eine gute Sache für uns. Ja, ein Speer! Nice! Endlich! So, ich verstecke mich hier mal ein bisschen. Und plopp! Nein! Nein, nein, nein! Komm schon, Twisted Fade! Yes! Yes, yes, yes! Und den hast du auch! Aber Tristana, die wird noch rocken. Die kann springen. Haben wir den Drake bekommen? Wir haben wenigstens den Drake bekommen. Und ich habe mein Blade. Oh yeah, und Blade heißt für Zed auf jeden Fall nochmal ein Power Spike. Hier geht's nochmal runter. Wie steht's denn? 21 zu 11. Sorry, aber der Xin macht auf jeden Fall zu viel Schaden. Das liegt nicht unbedingt an Xin, sondern es liegt gerade an diesem Sated Devourer. Und den hat er noch nicht mal. Den wird er gleich haben. Stalker's Blade. Einmal hier mit Devourer auf 30 Stacks. Dann habt ihr 60 Damage. Oh, hallo Jax. Hä, wo war die Karte? Wo war die Karte?
Oh, Yasuo kann ich aber wunderbar wegschnetzeln. Also einmal die... Oh, yes, jetzt trifft sie ihre Speere. Darum ging's. Ja, komm! Juhu! Hier ist Zedikowski! Oh yeah! Zack, zack. Zwei Kills mehr. Das hat uns doch schon mal geholfen. Aha, hier gibt's was zu holen. Sehr schön. Ulti auf Level 2, das ist doch auch schon mal was wert. Ich versuche mich jetzt hier an jeden Strohhalm zu klammern. Weg. Nein! Nicht fighten! Nicht fighten! Oh oh. Jetzt bin ich mal gespannt, was da abgeht. Nicht fighten, wenn ich nicht da bin, schon gar nicht. 4 gegen 4 verlieren die auf jeden Fall. Wow. Und die sind jetzt alle gestorben. Zurück! Zurück, zurück, zurück. Ah, da hätte ich fast gedacht, dass ich ihn kriegen kann, aber auch leider nur fast. Das sollte wohl nichts sein. Last Whisper ist natürlich was sehr, sehr Schönes. Auch das hier ist was sehr, sehr Schönes. Auch das hier ist was sehr, sehr Schönes. Also es gibt jetzt einige schöne Items, die ich in Erwägung ziehe. Kann ich aus einer zweiten Pickaxe später noch was Schönes machen? Irgendwie nicht. Das heißt, ich könnte mir hier Abklingzeitverringerungsschuhe gönnen, damit ich meine Ulti häufiger habe. Also das ist jetzt auf jeden Fall ein schöner Bild. Ein schöner Bild für den Anfang vor allen Dingen oder fürs Midgame. Na, kriegen Sie den? Oh, Tam! Stun ihn! Hopp! Schön das dann. Und jetzt verschling ihn. Verschling ihn! Yes! Shit, shit, shit! Wow! Verschlingen hat nicht gereicht. Oh, krass. Nein! Oh! Flash, Ignite, aber trotzdem... Ach, kein Ding. Kein Ding. Hätte ich ja auch nicht wissen können, dass das noch klappt hier. No sums and ults, please. Ups.
Na komm, dann versuchen wir's. Ob wir den zu zweit kriegen? Ich weiß es nicht. Sim kommt noch nicht. Das wäre nicht schlecht. Auf jeden Fall ein kleiner Erfolg für uns in diesem Spiel. Nice. Dann haben wir halt den Drake. Auch wenn wir dafür den Inhib verlieren. Last Whisper gehört auch noch nicht mir. Ich brauche... den Xin kann ich auch nicht töten, ne? Komm! Oh! Oh! Ich hab's ja gesagt, ich kann ihn nicht töten, aber ich habe nicht erwartet, dass er mich schon anspringen kann. Wow, Tam Kench, will das versuchen? Zumindest defft er unseren Inhib. Good job. Gibt's hier was Schönes für mich zu shoppen? Das hier vielleicht. So, 34 zu 15, also ganz anders herum als beim letzten Community gegen den Rest der Welt. Wir sind gerade dabei, das Ruder außer Hand zu geben. Oder beziehungsweise wir haben es, glaube ich, schon ab Minute 1, also haben wir eine andere Richtung eingeschlagen. Ich will aber auf jeden Fall versuchen, hier mit positiven Stats rauszugehen. Das sieht, glaube ich, auch nicht schlecht aus. Der Xin ist ein massives Problem. Ich weiß nicht, wie wir den in den Griff bekommen. Er hat sehr schönes Equipment, hat sogar ein bisschen was von... Ich finde diese Kombination immer total mega. Diese Kombination aus einem Sated Devourer. Oh, und ich komme nicht weg. Hallo Jax. Warte mal! Haben wir den Fight gerade gewonnen? Es sieht zumindest nicht schlecht aus. 3? Ah ne, 3 zu 3. Nicht gewonnen, sondern ausgeglichen. Okay. Und so ein Black Cleaver wäre auf jeden Fall auch noch was Feines. Nein. Und wir haben den Fight verloren. Nein! Komm schon, komm schon. Da hättest du nicht switchen dürfen. Oder? Ah, das war schwierig, dass sie immer da so ganz kurz stehen geblieben ist beim Switch und beim Fallenlegen. Das hat ihm genau, glaube ich, diese Millisekunde gegeben. Oh. Nice. Nice. Alter, der hätte sogar mich noch platt gemacht. Okay, und schon muss ich wieder zurück in die Base. Aber das Gute ist, jetzt habe ich meinen Last Whisper. Und damit mache ich auf jeden Fall nochmal eine Ecke mehr Schaden. Gerade gegen Xin, der ja auch mit seinem Sunfire ein bisschen Rüstung hat. Na komm. Nein, Tam Kench ist tot. Oh mein Gott! Es hat trotzdem gereicht! Es hat trotzdem gereicht! Hauptsache aus diesem Game mit positiven Stats. Ob wir es gewinnen, weiß ich nicht, aber Hauptsache mit positiven Stats hier rausgehen. Jetzt gönne ich mir tatsächlich einen Black lieber. Nee, macht ja... Macht ja eigentlich nicht ganz so viel Sinn. Black lieber nicht. Ach komm, noch irgendwas Offensives? Gegen den Xin auch schwierig. Ein Blutdürster wäre natürlich geil. Humus könnte ich noch auf jeden Fall fertig bauen. Das bringt mir ja auch noch mal ein bisschen was. Auch gerade um die Gegner zu chasen, um schneller wegzukommen. Also da könnte ich ein bisschen was mitmachen. Die Frage ist jetzt, kann ich diesen Jax noch besiegen? Ich glaube, es ist jetzt sehr, sehr schwierig. Auch Jax ein Champion mit einem wahnsinnigen Late Game. Gerochen. Und wird er jetzt dafür sterben? Nein, nicht surrender. Da ist er! Hm.
Nein! Nein! Mensch, wie viel Gejumper? Die ist tot. Boom! Alter, einen kann ich wenigstens immer mitnehmen. Aber das nützt nichts, weil wenn ich einen töte und ich werde getötet, dann steht es immer noch 4 gegen 4. Und da ist das Team einfach hinten. Ich glaube, ich bin auch da der Einzige mit positiven Stats, ja. Das heißt, ich muss eigentlich... Ich müsste 2 oder 3 besiegen können und das schaffe ich einfach hier gerade nicht. Dexin, der geht einfach drauf und Double Kill. Der tötet einfach jeden. Also schade, dass wir es nicht gewonnen haben, aber trotzdem ein sehr lustiges Spiel. Trotzdem auch ein Spiel, wo man sieht, Zed in der Toplane funktioniert. Funktioniert, wenn man ihn ein bisschen beherrscht. Ich bin auf jeden Fall weit davon entfernt, ihn zu main. Aber so diese Grundmechanics, die sind auf jeden Fall sehr, sehr geil auf ihm. Und er hat tolle Möglichkeiten, eben reinzugehen, rauszugehen und selber zu entscheiden. Nein, Xin, lass mich, Xin. Lass mich einfach. Wie stehe ich? 9 zu 7. Ich dürfte noch maximal 2-mal sterben, ohne wen zu töten. Also muss ich gleich vielleicht gucken, dass ich jemanden töte. Seht diesen Xin an. Alter, hallo? Ist das noch normal? Xin ist einfach so ein Ultra-Violant. Der wird auch den Pumpkinchen aufgeben. Ja, und der Flash war gut auf jeden Fall, damit er hier schön wegkommt. 3 von uns sind tot, von den Gegnern keiner. Die dominieren das einfach gerade total extrem. Und die gehen zum Drake. Aber wir haben 3 Inhibs verloren, wir können hier gar nichts machen. Die werden jetzt Drake machen, die werden sich danach auf jeden Fall Baron gönnen und dann werden sie zurückkommen. So, genau, Drake haben die schon mal. Jetzt warte ich nur drauf, dass hier gleich noch die Nachricht kommt, dass Baron gefallen ist. Ich könnte einfach mal hingehen. Die sind zwar sehr weit vorne und ich weiß auch nicht, ich glaube viele leben. Kein Baron? Na, wollt ihr uns ein bisschen Feuer unterm Hintern machen? Komm schon! Wenn wir sterben, dann in Ehre! Nein. Oh, da ist der Xin! Das ist der Todesbote! Alto Belly, so, ich glaube, das Spiel ist jetzt vorbei, ich habe meine positiven Stats und genauso sollte es laufen, auch wenn man verliert, man hat wenigstens selber eine vernünftige Runde gespielt und gerade in einem Normal, es ist ja auch nicht schlimm mal zu verlieren, einfach Spaß haben, einfach drauf losdaddeln und ganz ehrlich, 30 Minuten ist ja auch nicht so überlang, also man hat auch keine Zeit verloren, League of Legends ist halt ein Spiel, wo man auch mal verlieren muss. Denn es gibt immer jemanden, der besser ist als man selbst. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.